So, jetzt hier endlich Minecraft Let's Play Part 2. Die Umfrage ist beendet. Ich habe euch lang genug Zeit gegeben. Und dann starten wir jetzt in das Let's Play. Natürlich erstellen wir eine neue Welt. Die Let's Play Welt hier löschen wir. Are you sure you want to delete this world? We'll be lost forever. A long time. Sie ist für immer weg. Und wir kreieren jetzt die neue Welt. Und zack. Er bildet jetzt das Terrain. Ich werde jetzt in der Welt weiterspielen, weil dann sind wir ja bei Port 39 und ich fange an, ja, nun mal wieder die Umfrage ausgewertet. Wollen wir jetzt nun endlich spielen? So, das ist jetzt also die Welt, in der wir die Let's Plays durchführen werden. Jetzt habe ich gespuckt. So, heute auch ein Special Guest. Eine gute Freundin, Dennis. Also, wenn ihr mal ein kleines Lachen im Hintergrund hört, wisst ihr, Philipp hat keine weibliche Stimme. Nein, es ist Dennis. Da siehst du sowas, meine ich. Seht ihr nicht, siehst du? Seht ihr. So, sie hält unsere Uhr im Blick. Und dann werden wir jetzt einmal mal loslegen mit Minecraft. Yeah! Holz abbauen, Holz abbauen, Holz abbauen. Mit Holz fängt ja der ganze Mist hier an. So, damit wir mehr Holz abbauen und damit schneller vorankommen, gehen wir schnell hier rein. Unsere erste Crafting Box. Was für eine. So, jetzt verarbeiten wir zwei Stapel zu Sticks. Ach, shit. Ah, wir machen mal. Ach, Quatsch, bin ich blöd. Wir wollen ja so viel machen. Und noch einer. Machen wir noch schnell und locker eine Schaufel. Bauen unsere Workbench hier schnell ab. Und überlegen, wo wir uns das erste Gehäuse bauen. So, die Uhr sieht gut aus. 15 Minuten Spielzeit, Part 1. Wie gesagt, am Tag ein Part. Und wir haben den Armbaum zur Welt. Ich würde sagen, dass wir gleich ein Baumhaus bauen, nur mal so fürs Erste. Und da dran zum Beispiel dann ein Überwachungsdepot machen können. Ach ja, ich bin ein wenig erkältet. Dazu müssen wir einen hohen Baum finden. Oder einen relativ hohen Baum. Wo wir eine Berührung mit Creepern meiden können. Ach ja. Spielen wir überhaupt? Ja, die Musik ist ein wenig an. Easy, ist alles drin. Boah, so. Ja, ich nehme weiter mit Camtasia auf, denn hier hat was nicht geklappt. Oh, hier sieht es gut aus. Ah, was haben wir denn da? Wow, die erste Mine. Ist doch super, wenn wir hier gleich das Baumhaus draus machen. So. Hat man ziemlich wenig Blätter. Bearbeiten wir das hier schnell. Minecraft, ein Sandbox-Game von Moja. Eins bleibt übrig. Oh, das wird jetzt armselig. Genau, wir machen 16. 3, 4, 5, 6. Ne, 1, 4, egal. Ach Mist. 1, 2, 3, ah, wie mache ich jetzt eine gerade Anzahl? Yeah!
14 mal 2 ist. Ich war noch nie gut im Mathe. So. Unser schniekes Baumhaus. Ja, für Schnieke. Wir fallen da auch gar nicht runter. Also wir können uns nie, auf keinen Fall die Knochen brechen. Aussprache ist auch ganz wichtig. So, 9 Minuten noch. Weil die Zeit geht bei Let's Play, sieht ihr das, meine ich. Okay. Dann gehen wir wieder auf zum Baumfällen. Weil wir müssen uns erstmal einen Schutz vor der Nacht suchen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Wir bauen die ganzen Materialien ab und bauen dann in der Nacht, damit wir jetzt nicht 8 Minuten rumstehen und nichts tun. Ist natürlich auch eine Beschäftigung. Aber Let's Play 8 Minuten hier rumzustehen, ist vielleicht auch nicht ganz so prickelnd. Ach ja, wenn in einem Let's Play Nacht ist, dann breche ich das nicht einfach so ab. Oder vielleicht doch. Je nachdem, wie man gerade ist. Vielleicht ziehe ich die Nacht auch durch. Vielleicht durch. Aber noch haben wir Zeit. Oh, hier fliegt so wunderbar wie nichts. Hier können wir das Baumhaus jetzt noch ein bisschen vergrößern. Dass das wir erstmal unsere Sommerresidenz ist. Nehmen wir unsere Schaufel. Bauen wir ein wenig ab. Zack. Reicht schon erstmal. La 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 la. So, fangen wir hier an. Oh, wir brauchen noch einmal Dirt. Hier drauf. Und Baum. Guter Tipp von Kronk zum Bäume vergrößern. Einfach noch ein bisschen Erde hin. Und zack. Wächst der Baum auf den Baum drauf. So eine kleine Verarsche. Ah, hier ist gleich ein zweiter Baum und ein dritter Baum. Das können wir dann, wenn wir unsere erste Schere haben, alles verbinden. Was sagt die Uhr? 7 Minuten? Fetzt. Also das ist hier alles so eine Baumlandschaft. Ah! Nee, jetzt nicht. Wir machen das jetzt riesig groß. So, als erstes müssen wir hier bisschen eingrenzend zumindest. Ach, bin ich blöd. Das kann ja noch zu Holzplanken verarbeiten. Da bleiben ja viel mehr Möglichkeiten. Yeah! Oh, shit. Ich bin ein bisschen deprimiert, denn wir hatten vorher eine Aufnahme. Ich hatte vorher eine Aufnahme. Die Welt war echt geil. Also, ich habe schon auf Kohle gespawnt. Und ich habe schon beim ersten Versuch konnte ich glatt 64 Kohle abbauen. Beim ersten Erforschen der Map. 64 Kohle. Finde ich auch nicht so schlecht. Und ja. Ah, das ist wertvolles Material. Das können wir uns aufheben. So, ja, da habe ich halt gleich auf Kohle gespawnt, habe schon Minen gefunden. Ja, das war eine tolle Map. So, dann bin ich aber, hat Fraps nicht aufgenommen, ich wollte Fraps, dem armen Fraps, nochmal eine Chance geben. Genau, 5 Minuten. Und unsere sprechende Uhr, Denise, meldet sich gerade. Und wir haben das Baumhaus so einigermaßen abgegrenzt. So. So, jetzt noch ein bisschen höher, solange uns das Material nicht flöten geht. Ich glaube, wir lassen erstmal den Naturboden drin. Noch haben wir ja noch nicht so den Luxus, hier große Böden versprechen zu machen. Tja, Boden muss leider ein bisschen passen. Und das Material geht uns flöten. Dann nehmen wir unsere Axt aus Holz. Muss euch, also im Real Life ist das so. Wenn ihr euch eine Axt aus Holz baut, dann könnt ihr damit Bäume fällen. Dann geht ihr einfach im Wald, klappt davor, dann kommen so ein paar Risse. Und mit der Essensleiste. Ich mache immer so Minecraft
gleich Real-Life-Witze. Zum Beispiel mit der Essensleiste. Also wenn du gut gefrühstückt hast und eine aufs Maul kriegst, dann reduziert sich das, der blaue Fleck, verschwinden dann nach und nach, weil du halt gut gefrühstückt hast. Nein! Oh, ich dachte schon, das Holz ist mir unsere erste Mine gefallen. Wir brauchen Material. Boah, ja, fällt das Zeug ja ohne Ende. Da können wir erstmal genug machen. Auf jeden Fall brauchen wir Material, verdammt. Weil wir dann auch, wir brauchen Kobbel. Wir brauchen Kobbel. Kobbel, 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 Kobbel. Wir brauchen Cobblestone. Und zwar ein bisschen pronto. Wir müssen den ersten Ofen machen, in dem wir dann Kohle schmelzen können. Wir fackeln alles, ist zu spät. Shit. Wie komme ich jetzt hier? Ah. So ein Mist. Ich habe jetzt gerade keine Workbench dabei. Wo ist er? Ach, shit. Dann eben die Nacht im Dunkeln. Sprechende Uhr, was sagt die Zeit? Naja. Knapp 4 Minuten. Scheiße, wo ist unser Baumhaus? Das war hier bei der ersten Mine. Aha. Jo. So, haben wir jetzt irgendwelche Möglichkeiten, Licht zu. Ja. Ach, fuck. Dann bauen wir jetzt hier aus, dass wir nicht belästigt werden. Lassen wir eine Luke frei, dass wir ein bisschen beobachten können. Bauen jetzt kein Dach und müssen hoffen, dass der Sternenhimmel. Jetzt nur noch 2 Minuten. Nur noch 2 Minuten. So, wir müssen jetzt hoffen, dass der Sternenhimmel uns Glück wünscht. Dass der Sternenhimmel schön leuchtet. So müsste ja erstmal hoch bzw. tief genug sein. Dann baue ich mir jetzt hier die Ebene. Da ist noch ein Naturboden drin, wie schon erwähnt. Ah, und wir kriegen immer mehr Borkenmaterial. Hier ist dann der normale Baum. Ah, ich habe schon alles geplant. Hier wird dann die Arbeitsecke. Dieses Naturholz lassen wir. Ach, verdammt. Und Dennis, was hältst du davon? Cool. Genau, wir bauen hier diese Birkenetage. Also, hier wächst dann hoch und dann bauen wir noch eine Leiter dran. Sehr gut. Hier oben können wir, was weiß ich, eine Begehung, was weiß ich, machen. Es ist ziemlich dunkel. Ich hätte mal an die Koppel und an den Ofen denken müssen. Ach, so ein Scheiß. Ah, wir können ja dann morgen früh, wenn es wieder Tag ist, könnte sein, dass wir ein paar Bones finden. Und dann machen wir schnell ein wenig Bone Meal. Noch 1:15. Ja, ich habe das hier so geil gebaut mit so einem Korb, noch so symmetrisch. Hier geht einmal rum. Und hier geht einmal. Ah, das ist eine 8. Dann kommt von der Kurve in die Kurve. Oh, sprechen wir oder wie? 15 Minuten, auch eine gute Zeit. Okay. Ja, 40. Akzeptabel. So, unser erstes Baumhaus. Cool. Hier wächst, wir wachsen dann untere Etagen und höhere Etagen. Kommt da jetzt was rein? Nee, erstmal nicht. So, sammeln sich ja schon die ersten Mobs an. Wo habe ich das Fenster gebaut? Also, wo hat ein Fenster? Ich hatte ein Fenster. Ach stimmt, das habe ich weiter oben hingesetzt. Da. Hopp.
Und der Timer läutet, wie ihr sicher lautstark hören könnt. Das war's leider schon mit unserem ersten Let's Play hier in unserem selbstgebauten Baumhaus. Aktiv bleiben, morgen kommt Part 2. Ah, nein, 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 nein! Ah, da ist unser erster Creeper. Ja. Ja, ein bisschen später Hinweis, dass ihr das Video in HD schauen sollt. Jo. Ja, ich muss das echt hier mal abbrechen. Also bis zum nächsten Part. Abonnieren, kommentieren, dranbleiben. Tschüss.